So, einen wunderschönen Tag, willkommen zu Affirmation Day. Wie vermutet dabei angekündigt, hatte ich ja gesagt, dass wir erst im Affirmation Day weiterspielen, damit das soweit schon mal abgeschlossen ist, wenn dann endlich mal zum Sigil rauskommt. Ja, dementsprechend. Okay. So. Das wäre dann. Müsste das sein? Ich hoffe mal. So. Mikrofon noch ein bisschen gerichtet. Okay. Oha, Gamma-Wert ist noch drin. Na, reicht das mal. Ist ja gerade mal kurz nach 6 Uhr. Von daher ist noch draußen schon dunkel. Von daher sehe ich auch so alles. Sehr geil. New Game wäre relativ sinnfrei. Ja. Oh fuck. Mal kurz überlegen. Waren wir nicht bei Level 28? Doch, ist Level 28. Hä? Wieso schaut denn jetzt gerade was von Level 30? Bin ich jetzt bescheuert? Warte mal ganz kurz. Wow. Ich habe hier gerade gelesen. Aber das ist ja das Datum. Hier unten ist ja ID 28. Alles in Ordnung. Alles gut. Alles gut. Okay. Genau. Level 28. Alles in Ordnung. Ja. Hint. Streaming Blood emits the pose. It is damaging for health. Wow. Wäre ich nie drauf gekommen. Gut, hier kommen gleich von beiden Seiten Gegner. Das wird also eine richtig schöne Scheiße. Oh! Muss ich erstmal hier schön aufladen. Ich hoffe mal, ich habe bitte eine richtige Reihenfolge aufladen. Achso, wow. Immer erst die Waffe und dann alles andere. Okay, betroffen gereicht. Gut. Dann brauchen wir noch ein paar Clips. So, Shotgun brauchen wir nicht. Hier haben wir auch noch ein paar Clips. Hier haben wir Plasma. Da haben wir aber eigentlich soweit. Okay. Gut. Oh Mann, hatte ich ja. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, okay. Hier bekommen wir einen Schmerzen. Ja, lag ich doch. Alter. Viermal und schon ist man tot hier. Und das, obwohl meine Health relativ gut aussieht. Meine Health Points. Was? Oh Gott, von oben kommen wir auch noch welche. Oh Gott, nein, nicht los Souls. Scheiße, Alter. Gut, ich versuche mal erstmal die andere Seite zu stürmen. Da waren, glaube ich, etwas leichtere Gegner. Nein. Okay, dann bleiben wir wohl erstmal bei der Plasma. Keine Chance. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist also definitiv ein Level, was nicht für Realism Tactical Mode optimiert ist.
Oder ich bin einfach zu dumm. Kann natürlich auch sein. Wie machen wir denn das jetzt so? Wisst ihr was? Wir haben ja hier noch unsere... Die hier. Da würde ich mal sagen... Take a lollipop. Halleluja. 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 Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Warum kriege ich Schaden? Hinter mir war doch nichts. Mann! Vielleicht sollte ich jetzt doch erstmal bei der hier bleiben. Oder wir greifen gleich bei der hier. Beziehungsweise nehmen wir auch noch die hier. Hallo? Wäre es günstig hier runter zu rennen? Ja, hier haben wir bessere Kampfsituation. Aha, die Tür geht doch automatisch wieder zu. Sehr schön. Geil! Es geht dann sogar einfacher, als ich dachte. Geht die auch automatisch? Ja, doch, die Tür geht automatisch rein. Oh mein Gott. Ja, ich werde jetzt erstmal am Anfang sehr oft speichern, weil ihr seht ja, was hier abgeht. Ja. Boah, Alter. Oh mein Gott. Nein, das hier wollte ich. So. Hiermit können wir auch erstmal schön Damage verteilen. Digga! Meine Taktik ist besser, als ich dachte. Wegen diesem ganzen Fatality hier mit meiner Dingsterbomster hier habe ich schon 35 extra Leben bekommen. So. Na komm. Habt ihr es noch gesehen? Aha. So. Speichern und gucken, ob du noch irgendwas tun möchte. Ah, ein paar Finger rum. Ein paar Gestalten. Oh nein! Fuck! Da soll ich auf die rumliegenden Sachen drauf achten, muss auch noch hier. Hallo? Da bin ich gleich mal bei der Waffe hier. Gut, ihr glaubt mal, der und dann musst du erst. Ich hatte die nie aufgenommen. Fuck! Wie viel Schaden! Ach ja, weil Dinger. Alter! Hat das Ding so einen extrem Splash-Damage? Weil das Problem ist, wenn man diese Dinger abschießt, dann explodieren die ja und. Verteilen Splash damit, aber ich dachte, ich verweite genug weg von dem. Ich dachte, das hilft nur denn, wenn man wirklich sehr nah dran ist. Jawoll! Los, ab in meine Höhle! Und auf Bereitschaft gehen. Bam, ich hoffe, das war der einzige von diesen komischen Viechern, die Lost Souls spawnen. Na komm! Oh mein Gott, Alter, dieses Lost Soul. Ah! Nice! Du hast mir einen brauchbaren Dienst erwiesen. Nun empfange deine Belohnung. Noch mehr? Ja. Ich habe da wohl ein paar angelockt. Na komm! Ey, warte ich ganz einen Tag. Da kommen du auch noch. Da waren noch zwei. Danke doch. Ist noch nicht blöd. Ja, komm.
Hallo? Hier auf mein Stück. Ach du Scheiße! Na komm her. Mann. Ach genau, ich weiß, wie wir die Dinger heißen. Paint-Elemente. Die Dinger, die Lost Souls droppen. Ich hoffe mal, von denen fliegen jetzt noch mehr rum. Ich guck mal nochmal ganz vorsichtig. Ach du Scheiße. Komm her. Also bisher sehe ich nur hier Kampodemon. Die gehen ja von Schwierigkeit der Gras noch. Muss ich nur aufpassen, dass sie nicht rumballern, weil die schießen dann relativ schnell. Und sind leicht zu erzürnen. So, wag ich mich mal kurz raus. Oh, komm, mal gib her. So, hier kann ich mittlerweile auch ein bisschen aufsammeln. Danke. Okay, mehr scheint hier nicht rumzufliegen. Ach, liegt doch noch ein bisschen was rum. So. Okay. Ich denke mal, das war's schon fast. Ich kann gleich mal speichern hier. Es ist natürlich super zu speichern mit dem Rücken da zum Feld, wo man nicht weiß, ob es wirklich sicher ist. Ich speichere mal lieber so hier. Okay. Gut, wohin ging's hier? Okay. Ich will gar nicht mehr wissen, wo es hingeht. Na, komm mal her. Oh Gott, hier waren auch diese ganzen Make-Cubes und so da hinten. Das wird ein Spaß. Ja, jetzt laber nicht, komm mal her. Ups. Alter, wie oft schießt du den daneben? Ja. Alter, eine Trefferquote von 33%. Ich glaube, ich muss ins Bett. Ja, drauf an. Das ist Geburt. Bin sauer auf mich selber. Fuck you! Oh, geht doch. Digga, wieso war ich gerade mit der Schrotflinte so schlecht? Ja, komm, geh zu. Jetzt geh auf. Kann ich rausgehen? Hallo, bewundert mich! Aha, das ist noch ein Imp. Oh, sogar noch zwei. Wow, du Scheiße. Wollt ihr mich ficken? Na komm. Ach, du meine Güte. Na komm. So, kommt hier noch was? Nee, ne? Sieht erstmal ruhig aus. Hallo. Okay, gut. Hier sieht schon mal ruhig aus. Sehr schön. Dann nutze ich die kurze Stunde und speichere mal. Schon wieder. Wie gesagt, das Level hier, das wird ein bisschen abfuck, von daher werde ich hier mal öfter speichern. Auch wenn wir uns gerade relativ gut halten, kann das jederzeit wieder in einen absoluten Neuladwahn umschlagen. Ja. So, hier hinter waren auch ein paar Viecher versteckt. Digga, neue Textur. Das sieht auf einmal so plastisch aus. So nice. Ich meine, an sich finde ich diese Animation gut, nur sie sollte langsamer sein. So wie es da aussieht, sieht aus wie ein hochfrequentes Erdbeben. Und dafür klingt es hier in der Umgebung definitiv nicht laut genug. Wenn sich das Wasser so bewegt, müsste man was hören. So, hier geht's jetzt weiter. Genau. Ach, scheiße, war das mit dem Cyberdemon? Keine Gegner rum. Und fertig ja auch Gegner in Erinnerung.
Apropos Gegner, so geht's hier lang. Sieht so aus, als wenn ich schon auf dem richtigen Weg wäre. Oder auch nicht. Nee, hier geht's nicht weiter. Immer diese Labyrinthen hier, ey. Okay, komm jetzt. Hier, vielleicht. Hallo? Ja, sieht gut aus. Nein, sieht nicht gut aus. Dann, aber jetzt hier lang. Mehr Weg gibt's ja gar nicht. Also, hier ist auch versperrt. Was ist das für ein scheiß Labyrinth? Wo ist der lang? Da. Da geht man hier lang. Leck mich doch. Fick der Scheiße. Ja! Wow. Leck mich. Okay. Nach dem erfolgreichen Durchqueren des Labyrinths erstmal speichern. Das ist doch schwarz. Ach ja, stimmt, der schneidet sich das Licht aus. Stimmt, der muss ich ja erstmal. Ja, den Bug gibt es leider immer noch und zwar auch in der aktuellen Release 8 Version. Mein Bug-Hunting-Video wurde leider nicht erhört. Ich verstehe auch immer nicht. Ich stehe so eine Waffe rum, ja? Und dann ist die gerade mit einem Zehntel, ja doch, mit einem Zehntel der Munition geladen. Der Ding könnte 2000 Schuss abgeben. Aber nein, einfach so, ja, fick dich. Mal mit. Ich sag so mit. Ich würde dich nämlich gerne mit hier hinten hinstellen. So. So, wir müssen jetzt da runter. Da unten waren irgendwelche Generatoren oder Schalter oder irgendwie sowas. Genau da hinten. Da muss ich draufklicken. Ich würde nur gerne wissen, ob wir vorher noch welche Fallen waren. Ganz so genau kann ich die Scheiße nämlich nicht mehr auswendig. Und ich muss zugeben, dass es mir gerade ein bisschen zu ruhig ist. Ich klopfe mal erstmal die anderen Räume ab. Mal gucken, ob da irgendwo. Da ist die Treppe. Mal gucken, ob da irgendwo was ist, was mir böse möchte. There is no power. Ach ja, klar, genau. Da brauche ich auch erstmal den Hauptswitch. Ja, ich brauche überall den Hauptswitch. Okay, gut. Ich glaube, ich schocke das hier so extrem mit dem Licht. So geht's wunderbar. Aber so schon wieder. Stocker Buddy. Des Grauens. So, gehen wir mal hier runter und jetzt hier ab in die Kellergewölbe. Ah, sieht doch schon besser aus. Und dennoch denke ich, dass hier gleich eine Falle kommt. Das hier zum Beispiel ist eine Falle. Wenn man hier reingeht, kommt man nicht wieder raus. Oder? Nee, Quatsch, das war keine Falle, sondern das war, ja, vor dem Bug. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und zwar ist das eine Tür, die nach einer gewissen Zeit wieder zugeht. Das Problem ist, nur hier drinnen ist kein Schalter. Heißt also, wenn man hier drinnen bleibt, die Tür dann zugeht, also hier, Fall ist es nicht, hier, Tür bleibt auf, aber wenn ich jetzt in der Weile rumstehe, geht die Tür irgendwann wieder zu. Wenn man aber die ganze Zeit immer hier drin geblieben ist, dann kommt man danach auch nicht mehr raus, weil, wie gesagt, hier ist kein Schalter. Und damit hat man dann praktisch einen Lockdown. Ja. Gut, das brauchen wir jetzt aber noch nicht, das Ding. Brauchen wir erst, wenn das Herbert kommt. Und ich hoffe, der kommt gar nicht. Ich hoffe mal, er hat Urlaub. So, okay. Hier ist die Treppe. Dann gehen wir mal... Ach ja, hier da oben war der auch mal welche. Nice. Ich möchte die alle erstmal damit nach hinten holen, damit wir hinten schon viel Munition haben. Wenn dann der Herbert kommt irgendwann. Und er wird kommen, glaubt mir, Leute. Oh, wir haben ein bisschen scharfe Munition. Können wir gerade gut gebrauchen. Hier ist gar nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Oh,
Und hier ist ein bisschen Plasma. Dank der Benutzung der BFG können wir das auch. Okay. So, hier waren jetzt ein paar Enemies drin. Ach, ich sehe, da ist auch noch eine Waffe. Wow, komm jetzt. Ich höre Stimmen. So, ich packe mal alle hier in Sicherheit. Bam. Oh. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Du kommst hier hin. Bam. Easy, aufgeräumt. Okay. Hier war keiner drin. Aha. So, da war ein Schalk, oder? Nee. Doch. Gut, dann kam das Happy Demon also dem Moment zum Video, wo wir den roten Skulp aufnehmen. Ach ja, oder? Oder hier ist natürlich ein Schalter drin. Kann natürlich auch sein. Du gehst hier hin. Zur Toilette. Okay, sonst ist hier keiner. Das ist noch eine zweite Toilette. Nein, heißt also, Frauen und Männer gehen hier nicht getrennt aufs Klöchen. Ist interessant. Wow, ich wollte nichts kaputt machen, ich wollte nur drücken. Alter, ich wollte draufklicken. Digga, wie finde ich sind diese Bildschirme? Fuck you! Macht voll Spaß. Wow. Also wenn mein Bildschirm so schnell kaputt gehen würde, ich würde mir direkt ich würde der Firma komplett den Rücken kehren. Mein Bildschirm ist ja von LG und ich halte von LG echt viel. Also ich habe so ein paar Grundsätze und das ist zum einen Prozessoren, kaufe ich nur bei AMD, Motherboards und Grafikkarten kaufe ich nur von Asus, also AMD-kompatibel, beziehungsweise halt die AMD Radeon-Grafikkarten von Asus. Und was so Laufwerke und Bildschirme angeht, bleibe ich halt bei LG. Das sind so die Firmen, wo ich bisher die besten Erfahrungen gemacht habe. Aha, schon ist er gespawnt. Heißt also, sobald ich den Raum betrete. Leck mich fett. Gut. Da weiß ich ja. Nein, da kann ich ja. Ich lasse mich von euch Demon hier nicht auffressen. Bei meiner Ehre als Selbstmörder. Gut, heißt also erstmal reingehen. Jetzt ganz schnell nach vorne rennen. Jetzt das Ding holen. Macht voll Spaß. Yay. Digga. Was war das gerade? Was für ein Splash Damage haben wir denn jetzt bitte? Okay, müssen wir anders machen. Das müssen wir ganz anders machen. Tschüss. Ja, sorry, aber das geht nicht. Oh, okay, es geht doch, weil der nette Herr das Geistliche gesegnet hat. So ging's hier raus, sehr schön. Alter, ganz ehrlich, was war das denn gerade? Ey, die wollen mich doch ficken.
Aber ist es so gewollt, dass man da so einfach rauskommt? Ich meine, der liegt direkt bei der Tür. Kann also tatsächlich sein, dass das, was ich gerade gemacht habe, dass auch das ist, wie es geplant ist. Also wie es gewollt ist. Von dem netten, ja. Sergej Mark IV. Ja, und ich weiß, dass Sergej, sondern Sergeant heißt, aber Sergeant klingt halt so langweilig und deswegen Sergej Mark IV. Da werde ich direkt schwanger. Okay, wir haben da eine blaue Perle, brauchen wir aber gerade nicht. Wo geht's da hin? Ist da noch ein Secret? Leck mich. Na gut, wir gehen jetzt mal wieder hoch. Hopp. Fuck you in the ass. Okay, wir haben die rote Karte. Dass man überall springen muss, ey. Ja, schön ist das ja. So, rot brauchen wir hier nicht. Ja, hier war jetzt das mit den verkackten Mancubus. Okay. Scheiße, da war ja noch was anderes. Oh Mann, ey. Fuck. Nee, ich bin nämlich gerade am überlegen, ob wir doch erstmal die Gegner hier erledigen, weil ich weiß nicht, ob die uns hier nachkommen. Da hinten heute ist ein Skelosaurus, aber ich schätze mal, die kommen auch nicht weiter hierher. Oder anders gesagt, ich hoffe es. Weil das wäre echt scheiße. Das wäre echt scheiße. Okay, ich lasse die erstmal hier in Ruhe. Und ja, segne das Zeitliche. Ja, und was ich jetzt mit diesen... Wow, Blitze! Und was ich jetzt mit den Gestalten hier drinnen mache, ist eine gute Frage. Ich bleib auf jeden Fall erstmal mit der Waffe hier. Da kommt ja auch. Ja, die kommen natürlich an die Tür. War doch klar. Das war so hardcore klar. Oha. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, da mögt mich wer nicht. Bleib doch mal auf, wie du scheißt hier. Okay. Reicht für die vollkommen aus, die Waffe hier. Wobei, die Waffe ist ja auch immer eine Uzi. Wobei ich mal denke, dass es eine Uzi sein soll. Ich weiß natürlich nicht, ob es wirklich eine Uzi ist und es sieht auch nicht aus wie eine klassische Uzi. Aber es ist so vom Schießgefühl her und vom Aussehen her, sieht es schon verdächtig ähnlich aus. Ja. Muss ich jetzt die ganzen Gegner hier einzeln anlocken, oder? Ach du Scheiße! Nein. Digga, warum kommen die denn nicht? Vor allem, warum habe ich gerade nicht gesehen? Sind die in der Tür, oder? Ach nee, doch, da kommen sie. Wow. Lego mio, wollt ihr mich ficken? Hallo. Ich bin's, der Neue. Wollt ihr kaufen Waffen? Ich habe Waffen aller Art. Große Waffen, kleine Waffen, böse Waffen. So, muss ich jetzt wieder warten oder kommt jetzt wieder nicht oder wer oder wieder was? Alter, das zieht sich hier aber alles ganz schön hin. Meine Fresse. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Aber ich hoffe, die kommen jetzt. Da hat sich wohl ein Schuss gelöst.
Na kommt. Meine Fresse, da kommt wieder 3 Jahre zu warten. Ey, ist ja hier schon wieder Thanksgiving-Kacke hier. Na komm. Wow. Digga. Nochmal hier schön nachschießen, hä? Spitzt ja wohl. Meine Fresse. Das ist aber illegal. Na, weißt du schon. Lappe. Ey, die kommt so kleckerweise. Kannst du mit der herkommen? Mann, noch 5 Leben. Arschloch. Hast du jetzt davon? Bin sauer. So, hier war nachgefüllt, genau. Okay. Oh Gott, das sieht sie schon wieder. Ich nehme erstmal dich mit. Ah, das war dumm. Egal, ist mir jetzt auch sowas von egal. Okay, ein paar gibt's hier scheinbar noch. Ich bleibe jetzt einfach mal hier. Scheint jetzt relativ übersichtlich zu sein. So. So, dann ist doch mindestens ein Imp da. Und doch keiner. So, hier muss ich jetzt aufpassen. Und muss erstmal gucken, ob die Türen auch wieder aufgehen, wenn ich drinne bin. Ja, gehen wir. Okay, gut. Das heißt also, ich kann hier erstmal in aller Seelenruhe. Okay, die Türen also erst auf, wenn ich in den Kopf drücke. Das ist natürlich. Bullshit. Geronimo! Ha! Easy. No problemo. So, jetzt die Frage, was ist gegen die am effektivsten? Eigentlich die hier. Mit der kann ich aber nicht anvisieren. Aber wisst ihr was, hier kommt, ganz ehrlich. Fuck, dich hat am Out. Yay! Oh, ja doch, scheint auch relativ effektiv zu sein. Da ist wer böse. Irgendwie sind die ganz schön sauer, kann das sein? Oh, Alter, durch die Flammen sehe ich jetzt hier gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, warum die so sauer sind. Habe ich denen irgendwas getan? Ey, schenk den Raketen. Ja? So ein Freund wie mich, ja, finde ich nie wieder. Und ich sag euch eins, ja. Wer Freunde wie mich hat, ja, der braucht keine Feinde. Also. Der ist vollkommen rundum versorgt. Dem habe ich jetzt besorgt. dann nehmen wir mal hier den. Danke. Auch sehr schön. Das Problem ist, diese Feuerdinger können wir nicht wirklich benutzen, weil. Gleiche Problem wie mit Plasma. Wir tun damit selber weh. Und bei dem Feuerzeug, man mag es nicht glauben, aber noch wahrscheinlicher, dass man sich selber trifft, als mit dem Plasma. Kackgedöns. Von daher ist das mit den Feuerdingern echt eine Sache, wo man nur sehr überlegt handeln sollte. Okay, jetzt zur Pistole wechseln und dann gucken, ob wir noch wo für welche irgendwelche. Schau mal an. Nein, bleib auf! Ja, komm mal her, komm mal raus, komm mal hier, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Guck mal, ich hab ein Geschenk für dich. Yay! Magst du mich jetzt ein bisschen mehr? Fragezeichen. Ja, wieder muss ich alles verschütteln. Digga, immer diese Handarbeit. Warum haben wir jetzt nur noch 200% Armor? Hatten wir dich davor mehr gehabt? Ich hatte noch 240 oder sowas. Eine kleine Spinne, okay. Die sind zum Glück relativ schwach, was die Verteidigung angeht. So. 2-mal schießen und die Sache hat sich erledigt. Ich höre noch eine. Oh oh. Das Problem ist halt bei denen, die haben extrem starken Angriff, weil Plasma. Da musst du halt tierisch aufpassen, dass du dich da nicht
zu sehr in die Schussbahn begibst und dann da nicht mehr rauskommst. Na komm her! Mädel! Ey, wie wär's mal mit uns beiden? Du und ich heute Nacht. Hallo? Ja klar, renn doch auf die andere Seite erstmal, ich komm ja schon. Meine Fresse. Genau das meinte ich. Jetzt rennen die beide da hinten rum, oder was? Ey, ich ficke euch. Boah, Alter. Ich sag's ja, es ist ganz schön gefährlich mit den Viechern. Wenn man aufpasst, sind sie eigentlich ultra harmlos, aber wie gesagt, man muss halt wirklich aufpassen. Vor allem, wenn man Realism Tactical Mode spielt. Weil dann ist eine Kugel alleine schon fast 200 Blitze oder sowas. Noch eine? Digga, wow. Hatte sie noch 1,6% Leben übrig? Ich guck das nicht. Okay, gut. Damals sollten die Spinnen erstmal abgegolten sein. Dann guck ich mal, ob da noch ein paar andere Viecher drin rumschlummerten. Ich war mir nämlich nicht sicher. Oh nein, warum die jetzt? Warum die? Wow! Mann, der schießt auch noch daneben, wie so ein Bekloppter. Bei dem muss man echt aufpassen, dass man sich erst bewegt, sie erst abschießt, wenn die sich nicht mehr bewegen. Und ich muss sie irgendwie alleine rauslocken. Weil gemeinschaftlich, das wird definitiv nichts. Kann ich vergessen. Kommt, kommt, kommt. Hey, Ladies. Okay, Nummer 1, angelockt. Speichern. Und jetzt ist es jetzt zerficken. Tada! So, jetzt noch den zweiten. Naja, leck mich. Schwanz, ey. Kein Respekt mehr hier. Der lebt noch? Verfickter Fickifick. Wo rennt er? Alter, warum rennt der immer rum? Ja, ja, komm her. Und das war's mit ihm. Eine behinderte Scheiße. Okay. Ach, das sind Freunde von... Lol, gleich drei Stück. Alter, klappt das nicht. Ah, der hier gefällt mir aber nicht, weil das ist so ein Plasma-Typ. Blaues Plasma, das ist der Shotgunner. Und die besten sind die roten, das sind nämlich die Shotgunner. Euch beide hole ich erstmal. Bei dir... Ich weiß nicht, ob ich den auch holen soll. Ich weiß echt nicht, ob ich den auch holen soll. Wir sollten speichern nochmal und dann. Hä? Muss man echt direkt davor stehen oder was? So, tadam. Leck mich. Vollidiot. So, da kommt man mit, meine lieben, Gefolgsvölker. So, hier ist alles ruhig, sehr schön. Okay, dann geht es auch für den nächsten Raum. Und das ist nämlich jetzt die andere Seite. Und da wird es jetzt richtig scharf. Scheiße. Obwohl doch. Fuck. Und da wird es nämlich jetzt richtig schön hässlich. Und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch soweit erstmal alles. Danke. Ja, komm, fuck the shit am out. So. Genau. Mehr haben wir da auch nicht mehr. Gut, dann geht's jetzt in die Richtung hier. Scheiße, ich wollte. Fuck. Scheiße. Ah ja, hoffentlich grillt uns der blaue Typ nicht. Sonst grill ich ihn. Okay. Hier habe ich keinen Fall bekommen. Und ganz ehrlich, Leute, aber wir kriegen hier so viel Schaden, das geht gar nicht. Deswegen muss ich mir jetzt leider. Gif, wie schreibt man das? Radiation
Shoot. Da hat sie falsch gespielt, sag ich doch. Behold. Und jetzt. Ja. Ah. Schützliche Secret. Hier kann man auch nicht weiter. Okay. Ich krieg trotzdem Schaden? Alter. Okay. Nein. Fuck. Also ich muss mich definitiv beeilen. Wie war denn das jetzt? Stand es hier irgendwie? Ja. Hätte auch klappen können. ID behold R. So. Erstmal die Secret abholen. Bam. Und jetzt greift er auf den Berg auf. Ich glaube, da hier bekommt man keinen Schaden, wenn man nur auf diesem Berg drauf steht. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da. Fuck, Alter, ich darf diese scheiß Säure da nicht berühren. Oder was auch immer das. Ich meine. Blut kann es ja nicht sein, weil Blut wäre nicht tödlich. Ne? Ich habe noch niemanden gesehen, der am Blut gestorben ist. Außer höchstens am Blutarmut. Armut. Okay. Jetzt kommen wir zu einem. Oh, wieder schwierigen Teil. Wow, meine Freunde sind natürlich nicht da, wenn ich drauf. Okay, hier muss ich wieder rüber rennen. Yay! Ah, und jetzt wird's richtig schön heftig. Ich liebe diese Atmosphäre. Ah, zwei sind schon mal da. Aha, da ist auch wieder einer. Gut, die muss ich erstmal hier. Ach nee, Alter, ich kann jetzt schon wieder nicht. Wow, den wird er ihn wieder, bevor ich da überhaupt hinkomme. Ist das unfair, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch Bullshit, ey. Das ist Bullshit. Das ist echter handgemachter Bullshit. Was? Sag ich doch! Wie soll man das denn bitte schon schaffen? Ja, keine Chance. Kommt man nicht durch. Ist das behindert. Nee, mit schnell hinrennen geht auch nicht. Das ist das Bullshit. Ach Mann, ey. Vor allem der arme Shotgunner, ja? Die Leute, die sind sogar was zu gebrauchen. Spitze, ey. Gut, okay. Dann ist das leider so. Ja, ja, die sind alle irgendwie irgendwo anders. Ist ja gut jetzt. Hier ist eine Plasma-Waffe. Das Ding geht auch irgendwo anders aus. So, Leute. Passt mal auf! Also, so seht ihr aus, wenn ihr mir nicht hundertprozentig Gehorsamkeit zollt und meine Befehle befolgt. Na? Hört diese Schreie! Hört sie! Aber wenn ich ganz lieb zu euch beide bin, dann erliebe ich euch. Aber wehe! Vor allem du, mein Lieber. Da schreit ja noch einer rum. So, jetzt wird's creepy. Genau, die Tür ist aufgegangen. Und so wie ich das Spiel kenne, sind da ganz viele. Ja, aber noch wirklich. Okay. Ja, genau so möchte ich das nämlich. Ich muss jetzt alle einzeln rauslocken.
in der Hoffnung, dass ich damit praktisch die denn die bei dir relativ effizient nutzen kann. Das Problem ist, ich darf nicht selber schießen, weil sobald ich schieße, kommen alle raus. Ja, und dann haben wir die ein bisschen verkackt. Weil es geht eigentlich. Ach du Scheiße. Geht doch. Oh Mann, Alter. Okay. Junge, warum bleibst du noch stehen, Alter? Deine KI ist ja echt schlimmer als... Ich weiß nicht. Hey, wo ist jetzt der blaue Typ hin? Da. Okay. Also auf den, da kann ich mich schon mal nicht verlassen. Der ist definitiv... Na gut, die haben ja beide die gleiche Höhe. Also will ich die erledigen? Danke. Oh, der bleibt schon wieder in der Schussbahn, Alter. Wie kann man so dumm sein? Jetzt mal ehrlich. So, ihr bei der Herkunft jetzt so schön durch. Dass die auch genau ans Gitter ranrennen, Alter. Ich verstehe diese KI nicht von den beiden. Das ist so dumm, ey. Das tut schon fast weh. Das Problem ist, wie bringe ich die jetzt hier bitte schön dazu, dass sie nicht direkt am Gitter herumstehen. So, hier zu gehen ist... Ach, Scheiße. Wo stand denn der? Hä? Moment mal, wo war... Wo zum Fick war jetzt gerade? Ja, wow. Das Ding ist leider ein bisschen verbuggt. Das kann ich also nicht nehmen, auch wenn es mich danach juckt. Arschloch. Scheiß. Diese Rucksack. So, ihr beide, kommt mal jetzt mit. Und stellt euch jetzt genau hier hin. Du vor allen Dingen. Und du kommst auch mit. Genau dahin. So. Jetzt gucke ich mal, ob ich sie jetzt anlocken kann. Mädchen mal. Ach, man kriegt gar keinen Schaden mehr. Lol. Wurde scheinbar gebackt. Gefixt. Gebackt, klar. Mit welcher Version spielt das gerade überhaupt? List Maps. Ich spiele gerade mit der Version. Mit der Release Kandidat 4. Okay. Also wurde das sogar schon bei der Release Kandidat Version 4 gefixt. Nice, cool, hat er doch wieder Verwendungszweck. Geil, gefällt mir. Oh, ich höre Revenant. Ich höre Revenant und die höre ich nicht gerne. Wegen Weilbaum. Ah, ein bisschen könnte ich noch gebrauchen von den Dingern hier.
Wie wär's mal hier mit herkommen oder so? Junge, ey, du bist ja so dumm. Alter, wer Dummheit wittern würde? Der hat doch schon ein paar Mal in meine Richtung geguckt, oder nicht? Ah, hier, danke schön dafür, hä? Wichser-Eisch. Dafür kriegst du keine Kettensäge, ich schlage dich mit der Handkante hier kaputt. Los! Guck mal! Ja. Leck mich. Schon komplett tot? Nice. Okay. Ja, und jetzt wird es nämlich interessant. Wenn ich jetzt nämlich den Knopf hier drücke, geht es nämlich jetzt richtig ab. Und ich weiß nicht, glaube ich, spawnen die Gegner alle jetzt hier drin. Heißt also, kann sein, dass meine beiden Typen hinten drauf gehen. Dann müsste ich die wahrscheinlich erstmal zu mir holen. Wir gucken einfach mal ganz kurz. Ah, ne, die spawnen da hinten. Okay, ich geh da mal. Okay, den einen hat zerlegt. Schade eigentlich. Wow. Digga, ich bin noch locker dran vorbeigerannt. Na komm. Sollst du mal wieder mehr von der hier benutzen? Hier liegt nämlich so Schuss und Munition rum. Das macht in dem Zusammenhang Sinn. Gut, man sieht die nicht. Sehr schön. Boah, Alter, ich finde es so scheiße, dass diese Typen da einfach so direkt gestorben sind. Man sieht die, aber man kann die nicht befreien, weil. Ja, Baum. Sobald man hier reingeht, werden die voll von den Typen flambiert. Wisst ihr was? Hier komm. Hat das funktioniert? Nein, dann war das nämlich andersrum. Fuck! Das ist wieder der normale mit der Pisse und der Plasma. Wie schreibt man den Shotgun? Ist jetzt meine Grammatik so scheiße? Shotgun ist doch richtig, wir spielen wir noch nicht. Ah, wer weiß. So. Ist vielleicht kein Shotgun, sondern ein normaler, aber gut. Der ist auch relativ easy. Gut. Jetzt habe ich sie auch, wenn leicht illegal, doch gerettet. So, hier kriege ich wieder Schaden. Wow, hier krieg ich natürlich keinen Schaden. Digga, da kommt doch diese Logik. Das Blut hier hat wohl einen geringeren pH-Wert, oder was? Das war sehr lieb von euch, danke.
weiter? Okay, heißt also, ich muss jetzt in die Richtung hier weiter. Wohin auch immer. Hä, aber die Richtung ist doch bloß das hier, oder? Okay, heißt also, ich muss hier einmal durch. Und hier muss ich irgendwann nach rechts, oder was jetzt? Nee, auch nicht. Also laut der Map geht's da weiter, oder müsste ich irgendwas machen? Guck mal, das kurz auf jeden Fall. Ach ja. Der Schalter der Gerechten. Ah. That makes so many sense. I will fuck you! Genau, alle schön her teleportieren. Aber eigentlich müsste irgendwo ein Shotgunner rumlungern. Ich hatte doch zwei Shotgunner befreit, oder ist der eine irgendwo gruppiert oder was? Da gehst du mal auf jetzt hier oder was? Oh, der eine stirbt jetzt. Oh, die gleich. Klar, die kommen. Die kommen natürlich wieder raus. Er ist ja voll realistisch und so. Komm, du Antram, hier. Du sei tot. Danke. Okay, hier hat man ja Ammo bekommen, oder? War mir irgendwie so. Tut doch leider noch nicht. War hier nicht irgendwo was, wo wir bei dem letzten Durchspiel so extrem viel Zeugs bekommen haben? Oder was hier drin in dem Raum? Hä, ist der Plasma? Kann man jetzt irgendwo sagen, wo schon wieder der Plasma-Typ ist? Mann, weil. Ja, klar. Der stärkste von der Partie ist nicht mit dabei. Wo bist denn du? Na danke, komm mal rein hier, Junge. Ernsthaft. Alter. Gehören wie eine Gazelle, ey. Schwanz. So, jetzt alle gemeinschaftlich. Mal ruf da. Das ist so traurig. Alice würde sterben. Komm, bitte, die selber. Es ist ja hier sowas von inkompetent. Ihr alle hier bleiben. Da. Danke. Alter, das geht so rein. Okay. Bei denen reicht ein Kopfschuss, ja? Was soll den vermasseln? Wie kann man so inkompetent sein? Ernsthaft? So, rührt euch, Fotzen. Ernsthaft. Ernsthaft, die Zimmer? Sag mal, siehst du diese Stacheln da? Ja? Gehör für die Gazelle. Oh mein Gott, ich muss immer auf. Oh. Wird überlebt? Alle. Sehr schön. Gut, die kann ich eigentlich auch alle mitnehmen? Ja genau, kann ich alle mitnehmen? Ach, hier waren die Viecher. Ah, genau. Wie gesagt, my question ist aber, wo war das, wo wir so extrem viele Punkte bekommen haben? Was waren das, die Viecher hier? Ah, keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall kann ich die hier schon abmucken. Beziehungsweise abgemuckt sind sie ja bereits. Ich könnte quasi das letzte Stückchen Leben aus ihm auspressen und mir selber geben. Ah! Okay, aber die restlichen sind alles normale, also schon verrottete Leichen. Und von denen kriegt man leider nichts, außer einem feuchten Händedruck. Und die Art von feuchten Händedruck will ich nicht haben. Na dann, kommt mal alle mit. Diesmal meine ich alle! Okay,
Es hat jetzt hier irgendwo Gegner gespawnt. Das wäre nicht cool, aber typisch. Nein, falsche Richtung. Wo ist der jetzt hier raus? Ach du Kacke, ja, ich sehe schon. I love you. Hä? Digga, von was habe ich jetzt schon gerade Schaden bekommen? Kriege ich jetzt hier von meiner eigenen Erkenntnissäge Schaden oder was? Ihr habt doch Schaden, habt ihr doch. Ernsthaft, das ist dumm. Ach Leute, okay, du bleibst bitte hier, du bist bitte auch hier. Dann fertige ich die Viecher mal wieder schnell alleine ab. Mit der Shotgun. Da zerfallen sie nämlich gleich in sich. Das ist dann definitiv besser. Ja, der Alt ist doch ein Trauerspiel hier. Bekomme ich, wenn ich mit der Kettensäge arbeite, Schaden, Alter. Die haben doch einen Schaden. So, danke. Der nächste bitte. Oh! Warum kommt der so schnell hinterher? Fuck! Ich dachte, ich hätte da ein bisschen mehr Zeit. Da geht er nicht mal mehr laden. Nachladen. Okay, da muss ich aufpassen. Okay. Das hätte dann wohl geklappt. Oh mein Gott, er schießt. Voll daneben. Haha. Nein, ich will das da. Von wo kommt der Bewendet jetzt? Ich ab und zu random einfach Schaden. Digga, das macht so wenig Sinn. Ah, komm her. Mistgeburt. Oh my goodness. Verstehe das nicht. Manche Geschaffen kriege ich keinen Schaden. Dann mache ich dann einen Schaden. Na gut. Wenn das zufällig ist. Wobei ich krieg aber auch gar nicht so viel Schaden. Das ist immer nur so ein bisschen. Hier drauf dürfte der Zombie keinen Schaden mehr bekommen. Fuck, Alter. Ich dachte, es war. Hä? Ich verstehe das nicht. Na komm. Wie viele kommen jetzt noch? Das waren doch dann auch nur zwei. Oder war das jetzt der Gitter war? Wenn ja, wie kam er jetzt davor? Da kommen noch mehr. Oh mein Gott. Also hier erstmal schön lange rumwarten. Ah, treib an, Mädel. Ah!
Eigentlich könnte ich die jetzt auch mit ihren eigenen Waffen schlagen, oder? So hier, zum Beispiel. Wow. Was? Der lenkt nicht automatisch? Ey, normalerweise hat es immer funktioniert, dass sie dann automatisch dann praktisch abgelenkt sind. Sobald sie den Gegner im Visier hatten. Wow. Junge. Okay, lieber Scheiße, habe ich den Ding aufgesammelt. Egal. Lieber mal manuell abfertigen. Ach, der ist gerade gestorben schon. Ja, der ist schon gestorben. Okay. Also super. Jetzt muss ich warten, bis er hergekommen ist. Ah, komm her. Haha. Okay. Also bleib ich mal doch lieber hier bei dir. Wow. Was? Oh, Alter. Boah, das hängen bleiben überall. Vor allem, wo kam der gerade her? Ich habe doch in die andere Richtung geguckt gehabt. So sind verteilt. Boah, okay, hab gefunden, wo der herkommt. Ja klar, häng ich da mal auf. Ja. Und wie habe ich das Gefühl, dass mit dieser Autolenkung irgendwie noch funktioniert? Die Lenkung kommt noch ab. Boah. Easy. Ist das Binder? So war es hier irgendwo noch einer, oder? Ah ja, doch, das war der von dir. Wow. Nee. Hatte ich nicht rein dadurch. Scheiß Shotgunner. Genau so. Habt ihr gesehen, wie die abgelenkt sind? So muss das normalerweise laufen, aber mal funktioniert das nicht. Woran liegt das? Das ist einfach so random. Oder brauchen die eine gewisse Zeit, um sich erstmal auf die Gegner einzufixieren, bevor sie denn tatsächlich ablenken? Das ist doch Bullshit. So, wo ist dieser Scheiß? Shotgunner? Digga, wo ist denn der? Ich höre ihn, ich sehe aber keinen. Na komm. Kann sein, dass dieser eine Shotgun hat, der noch draußen rumsteht, der nicht hinterher kam. Dass auf die, dass jetzt auf den gerade geschossen wird? Kann das sein? Zeig mir bitte nicht, dass der andere Ofen im Raum reingegangen ist. Boah, na klar. Gibt er noch? Nein. Ja, sagte ich doch. So. Jetzt ist wieder nicht abgelenkt. Oder ist er schon tot? Hä? Alter, ich blick nicht mehr durch. Hallo. Okay, meine Vermutung war richtig. Gut. Das ist natürlich sehr schön. Thank you.
Ja, auf der anderen Seite offensichtlich nicht. So, jetzt mal gucken. Achso, ja, wow. Ich wollte gerade drüber springen, aber dafür ist es ein bisschen weit auseinander. Okay, ich hole mir nochmal schnell meine Munition, die überall rumlag. Fuck. Ich hab diesen Sprung. Wie soll man den schaffen? Geht doch. Meine Güte. Wer findet so einen Scheiß? Alter, oh, das klang gerade aber richtig böse. Oh. Okay, also das Geräusch, was sie gerade eingefügt haben, also was gerade abgespielt wurde, das ist tatsächlich geil. Also das, was praktisch nachstellen soll, dass sie praktisch so, ja, kurz davor sind, dabei sind, Blut zu spucken. Also praktisch dieses Blutgurgeln. Das klingt richtig. Ja, heftig. So, da muss ich nicht rein. Ich glaube, die Kloster habe ich ja bereits. Was ich brauche, ist noch ein bisschen Shotgun. Da zum Beispiel. Shotgun ist immer gut. Ich glaube, die 300 Rüstung kriegen wir jetzt auch mal voll. Ich will nur wissen, wie man hier reinkommt. Ich meine, wie gesagt, brauchen tun wir es zwar gerade nicht, aber... Ey, hallo? Alter, ich hasse sowas. Mann, da liegt eine Shotgun und wir können wieder nicht aufleben. Wegen Wallbaum. Warum ist mal alles so sinnfrei hier? Okay, ich hab genug gesehen. Raus hier. So, ID behold R. Warte mal. Ey, ich brauche Munition und kann ich aber nicht aufsammeln. Auch wieder nicht drauf. Ist das schon wieder behindert. Gut, okay, wir haben alles. Naja, außer das, was wir nicht... Ach du Scheiße! Ja. Warum renne ich auch in Sicherheit, statt einfach anzugreifen? Ach, leck mich doch. Ach so, halt. Oh Leute, was ist denn hier los? So, kann ich jetzt allgemein nichts mehr aufsammeln oder was? Kann sein, dass sie... Okay. Leco mio. Man schreibt Shotgun mit O. Ronny, du bist so dumm. Das ist schon fast Spaß macht. Okay. So. Dankeschön.
Hier fehlt es noch fast 40 Gegner. Keine Ahnung, wo die jetzt sind, aber gut. Fuck, ich hab vergessen hier. What the fuck? Wo kommt die denn jetzt her? Aber hier ist doch Ziel, ja. Warum kommt da nochmal Gegner, wenn denn da Ziel ist? Wenn denn da Ziel ist? Die Grammatik. Okay, schauen wir nochmal hier bis meine. Ah, hier liegt überall Schrotflinte durch und ich kann nichts mitnehmen, warum auch immer. Das macht so wenig Sinn. Wo liegt das denn immer? Achso, ja gut, okay. Jetzt liegt es daran, dass ich voll bin. Wo war das jetzt hier mit dem mit meinem Raum wo? Nein, das war falsch. Ich muss hier. Nein, hier bin ich auch falsch. Nein, es war doch direkt am Eingang. Hier, ha, genau, das wollte ich. Danke. Oh, Alter, wo bin ich denn jetzt gerade hier? Oh, ich war doch gerade richtig. Ich hätte doch an der Stelle einfach nur rausgehen müssen. So, hier und jetzt. Schau mal vor.